Dann machen wir weiter mit Herrn Johannes Gehring. Herr Gehring, wenn Sie sich bitte sichtbar machen. Dankeschön. Und zwar Ihre Arbeit, das geht eine Masterarbeit im Bereich Energiemanagement-Technologien. Und zwar das Thema war Entwicklung und Charakterisierung einer Dual Active Bridge mit GaN-Transistoren. Ich habe ehrlicherweise gegoogelt, GaN steht für Galliumnitrid, hat irgendwas mit Halbleitern zu tun, das können Sie aber gleich besser erklären, hier meine Masterarbeit, und zwar betreut von Herrn Professor Merz vom Fraunhofer IISB. Herr Gehring, erstmal herzlichen Glückwunsch. Die Urkunde ist hier, blende ich ein, und alles Gute für Sie. Und jetzt bitte erklären Sie uns in Ihren Worten nochmal den Gegenstand Ihrer Arbeit. Ja, erstmal vielen Dank. Ja, also bei meiner Masterarbeit habe ich eine Dual Active Bridge aufgebaut. Also das ist ein Gleichspannungswandler, der Energiefluss in beide Richtungen ermöglicht, Spannungen hoch und runter setzen kann und zusätzlich eine galvanische Trennung realisiert. Also ein möglicher Einsatzort wäre zum Beispiel beim Laden von Elektrofahrzeugen an Gleichspannung. Und den Wandler habe ich dann mit Galliumnitrid-Transistoren, wie Sie richtig gesagt haben, aufgebaut. Und die ermöglichen höhere Schaltfrequenzen als herkömmliche Siliziumtransistoren. Entsprechend war ein wesentlicher Teil des Partienlayouts in meiner Arbeit die Optimierung für diese Frequenzen. Und eine weitere Besonderheit von meinem Wandler war, dass ich ihn modular aufgebaut habe, das heißt mal mit stapelbaren Platinen, sodass man dann beliebige mehrphasige Topologien aufbauen kann, indem man einfach zusätzliche Platinen aufsteckt. Und als Schwerpunkt der Arbeit habe ich dann hinterher noch diesen Aufbau dann charakterisiert und konnte den bis 500 Watt bei 300 Volt testen und habe dann Wirkungsgrade zwischen 94 und 97% erzielen können. Danke, Herr Gehring, und nochmal herzlichen Glückwunsch und alles Gute. Dankeschön.